sind in der Passionszeit, gehen auf das Leiden und Sterben Jesu zu. In dieser Zeit des Kirchenjahres hören wir ernste Bibeltexte. Heute geht es um eine Situation am Vorabend des Todes Jesu. Jesus hat mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert. Bevor Jesus festgenommen wird, geht er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und betet dort. Wir hören und sehen den Bericht aus Markus 14 in Pantomime. Auch die Predigt wird von Jesus in Gethsemane handeln und was das für uns bedeutet. Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, während ich bete. وقتی من دعا میکنم شما در اینجا بنشینید. Plötzlich überfielen ihn Angst und Schrecken. Und Jesus sagte zu ihnen: Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und bleibt wach. از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم. شما اینجا بمانید و بیدار باشید. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Da warf er sich zu Boden. Er bat Gott darum, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Er sagte: Aber mein Vater, vor dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss, aber nicht das, was ich will. Soll geschehen, sondern das, was du willst. Ey, Peder, همین چیز برای تو ممکن است. این پیاله را از من دور ساز، اما نه به خواست من، بلکه به اراده تو. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht diese eine Stunde wach bleiben? Bleib wach und bittet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Ey, Shimon, خوابستی؟ آیا نمیتوانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها به دور بمانید. روح مشتاق است، اما جسم ناتوان. Dann ging er ein zweites Mal weg, betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als Jesus zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren, denn die Augen waren ihnen zugefallen, so müde waren sie, und sie wussten nicht, was sie antworten soll. Als Jesus das dritte Mal zurückkam, sagte er zu den drei Jüngern: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist soweit, die Stunde ist da. Seht doch, jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert in die Hände der Sünder. Er steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Mischverrat ist schon da. Euer Bosam der Alchava der Restaurant hat sieht, Bessas, sagt Mut, Residas. اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزی برویم. آن که مرا تسلیم می کند الان می رسد. Dankeschön.
Ich glaube an Gott, den Vater. Er hat mich geschaffen. Er behütet mich und hilft mir jeden Tag. Ich bin sein Kind. Ich glaube an Jesus Christus. Aus Liebe ist er für mich am Kreuz gestorben und auferstanden. Er vergibt mir meine Sünden und schenkt mir ein unzerstörbares Leben. Er ist stärker als der Tod. Ich glaube an den Heiligen Geist. Durch ihn glaube ich und diene ich anderen Menschen. Er führt uns Christen zur Gemeinde zusammen und sendet uns in die Welt. Ich gehöre zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Singen wir jetzt ein kurzes Lied. Bleibet hier und wachet mit mir, das aus der Gethsemane-Geschichte ist. Wir singen das dreimal. Petrus, Johannes und Jakobus, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Mir ist nicht bekannt, dass von Begründern anderer Religionen wie Mohammed oder Buddha solche Worte überliefert sind. Keine andere Religion bekennt ihren Religionsstifter als Gott. Jesus aber ist Gott. Und keine andere Religion berichtet davon, dass ihr Religionsstifter verzweifelt und voller Todesangst war. Jesus ist nicht verzweifelt, weil er am nächsten Tag sterben wird und vorher körperliche Qualen aushalten muss. Jesus ist verzweifelt, weil er jetzt die Sündenlast der ganzen Welt tragen muss und diese Last ihm Angst macht und er seelisch an eine Grenze kommt. In dieser Situation ist Jesus, der Gott wie der Vater und Mensch wie wir in einer Person ist, so voller Angst und Schrecken wie wir manchmal. Wenn Jesus, unser Herr, seine Todesangst seinen Freunden bekennt und im Gebet vor seinen Vater bringt, dann dürfen wir das auch. Auch Christen kann der Schrecken in die Glieder fahren und sie können zeitweilig am Leben verzweifeln. Wir können und wir müssen nicht immer Helden sein. Wir dürfen auch als Männer weinen und deshalb die Nähe anderer Menschen und von Gott suchen. Jesus macht es uns vor. Jesus betet: Abba, mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das,
was du willst. Schon in der Ewigkeit hat Jesus ja dazu gesagt, Mensch zu werden und unsere Sünden Last zu tragen, um uns zu erlösen. Jetzt steht Jesus vor dem entscheidenden Tag und der Mensch in ihm zögert für einen Moment vor dieser Höllenqual, die ihn erwartet. Für uns ist dieses Gethsemane-Gebet Jesu, wie das Vaterunser, ein Modell für ein christliches Gebet. Jesu Gebet beginnt mit Abba, mein Vater. Im Gebet kommen wir nicht als Bittsteller zu einem Herrscher, sondern als geliebtes Kind zu seinem himmlischen Vater oder auch seinem Sohn Jesus. Wir beten voller Liebe und Vertrauen zu dem, der immer das Beste für uns will. Und wir beten zu dem, dem alles möglich ist. Das zeichnet Gott den Vater, Jesus und den Heiligen Geist aus. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Er kann alles tun, was er will. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Es ist gut, mit überlieferten Worten wie dem Vater unser zu beten. Aber wir brauchen es auch im Gebet persönlich auszusprechen, was wir wollen, was unser Herzenswunsch ist. Wir müssen uns vor Gott nicht verstellen. Er hat Verständnis wie eine Mutter für ihr Kind und eine Freundin für die Freundin. Und er hat noch unendlich viel mehr Verständnis für uns. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Dein Wille geschehe, beten wir ähnlich im Vater unser. Wir sind ganz ehrlich im Gebet, aber wir bitten nicht einen menschlichen Freund um Hilfe, der die gleiche Autorität hat wie wir. Wir bitten Gott und akzeptieren damit, wir bitten, aber er entscheidet. Er, Abba, mein Vater, er, Jesus, er entscheidet und das ist heilsam für mich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Jesus musste die Aufgabe, die Sünde zu tragen und dafür zu leiden und zu sterben, bis zur letzten Konsequenz erfüllen. Wenn wir Gott bitten, lass das nicht geschehen, werden wir oft erhört. In der Regel haben wir viel mehr Angst und Sorge, als das, was an Leid dann tatsächlich eintrifft. Denn Gott hört auf unser Bitten und hilft uns. Frage ich mich, gibt es nicht auch für uns Becher mit Leid, die wir auszutrinken haben? Müssen wir vielleicht leiden, weil wir Christen sind und am Bekenntnis zu Jesus festhalten, auch wenn wir Gegenwind bekommen? Oder habe ich eine besondere Aufgabe in der Gemeinde, in der Familie oder im Beruf, der ich folge, auch wenn ich dafür einen Preis zahlen muss? Oder muss ich einfach die Situation annehmen, die mit der Mühsal des Flüchtlings verbunden ist oder mit der Mühsal von Kranksein und Altwerden? Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet hier und bleibt wach. Die Jünger schlafen ein, sie versagen in dieser Nacht. Das tun auch wir oft genug. Aber wir sollen tun, wozu Jesus hier seine Freunde auffordert. Solidarisch zu sein, mit Freunden, Familienangehörigen, Mitchristen, Mitmenschen
die leiden. Nicht weggucken und einschlafen, während andere leiden, sondern mit ihnen gehen, mit ihnen beten, ihnen zur Seite stehen, wenn sie traurig sind, sie nicht allein lassen. Bleibt wach und betet. Was heißt das für uns? Was bedeutet bleibt wach oder wachet über das Nicht-Einschlafen hinaus? Wir sollen nicht einfach vor uns hinlegen, Alltagspflichten erfüllen und uns dann im Internet oder im Fernsehen unterhalten lassen. Wir dürfen aufmerksam sein für das, was um uns herum geschieht. Wir dürfen aufmerksam sein auf das, was Gott uns sagen will. Durch die Umstände unseres Lebens, durch das Wort der Bibel, durch die innere Stimme des Heiligen Geistes. Wir sollen aufmerksam sein und konzentriert leben. Uns konzentrieren auf das Leben mit Gott. Deshalb ist das Gespräch mit ihm, das Beten, so wichtig. Wir sollen uns konzentrieren auf das, was von Gott her jetzt wichtig ist in unserem Leben. Das kann der Sprachkurs sein, für den wir lernen. Das können unsere Kinder oder Eltern sein. Vielleicht zeigt mir Gott auch einen neuen Weg für mein Leben. Nicht gleichgültig leben, dies und das tun, sich schlechte Dinge angewöhnen. Wachet und betet, lebt mit Gott, lebt mit Jesus, lebt zielorientiert. Jesus im Garten Gethsemane. In den Stunden danach wird Jesus verhört, gequält, verurteilt, gekreuzigt, vollzieht sich in aufwühlenden Ereignissen an Jesus das Gericht über die Sünder. In Gethsemane erleidet Jesus das Lamm Gottes im Inneren, dass er die Sünde der Welt zu tragen hat. Wir bekommen hier einen Einblick in Jesu Angst und sein Gebet, damit wir darauf vertrauen, wenn wir in Situationen des Leids sind, ist Jesus, der an Leib und Seele für uns gelitten hat, an unserer Seite. Jesus ist für uns innerlich und äußerlich durch die Hölle gegangen. Durch die Hölle müssen wir dank ihm nie gehen. Aber manchmal erleben wir, was man sprichwörtlich Hölle auf Erden nennt. Solche Hölle ist begrenzt und wir wissen nicht, warum wir das erleiden müssen. Aber als Christen wissen wir, wir leiden, wie unser Herr und Meister gelitten hat. Und der ist direkt neben mir, der mich von meiner Sünde und ihren Folgen erlöst hat. Selbst wenn ich durch tiefes Leid gehen sollte, gehe ich es mit ihm, mit dem Gott, der mich liebt. Gethsemane. Wir dürfen wie Jesus verzweifelt sein. Wir dürfen beten wie er, voller Vertrauen, ehrlich und im Wissen, er entscheidet zu meinem Besten. Leid wird uns oft erspart. Aber wir müssen auch etwas aushalten, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Dazu gehört, solidarisch mit anderen Leidenden zu sein. Dazu gehört Wachheit für Gott und die Menschen, aufmerksam und konzentriert leben und immer wieder im Gebet sein. Und wenn wir leiden,
Jesus ist immer an meiner Seite. Von ihm kann mich nichts trennen. Seine Liebe ist stärker als alles. Amen. Was Geheimnis.